Übellang, ich hab Übellang. Was sagst du dazu, dass Upset nach NE gewechselt ist? Das halte ich für ein Gerücht, dass Upset nach NE gewechselt ist. Meinst du wegen dem Post aus LA? Von dem ganz offensichtlich gefälschten Bild. Ich weiß nicht, ob das so ein großes Aushängeschild ist, ob der wirklich nach NA geht. Hast du schon mitbekommen, dass Fnatic Coach weg ist? Ja, es bewegt sich schon relativ viel, aber es ist immer noch der Anfang. Es wird sich wahnsinnig viel bewegen jetzt. Ich würde mal meinen, Upset ist eine hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass er zu Origin geht, glaube ich. Weil er und hier Kollege Miffy zum Beispiel sich sehr gut verstehen. Weißt du, ob Mario Felix der Fnatic Academy ist? Ja. Mario Felix ist der Midlaner von Fnatic Academy aktuell. Ich weiß nicht, ob das geändert wird. Hatten die Ahnung vom Vortrag? Ich meine, es war für mich persönlich, aber ich bin ja auch sehr in der Materie drin. Für mich persönlich war das natürlich viel zu oberflächlich gehandhabt. Aber ich meine, ich kann ja nicht davon ausgehen, dass die Leute, die da sitzen, auch schon Hardcore-Nerds, die in der Szene sind, seit 10 Jahren sind. Da kannst du ja nicht von ausgehen. Das heißt, für mich jetzt gerne wesentlich, wesentlich tiefer und mehr in die Substanz gehen können. Weißt du jetzt endlich, wie man mit E-Sport Geld verdient? Ich habe rausgefunden, dass du kein Spieledesigner sein möchtest. Das weiß ich jetzt. Warum nicht Spieledesigner? Naja, weil der Kerl gut ist in dem, was er macht, extrem viel Zeit investiert hat und unter Mindestlohn war sein ganzes Leben lang. Also der hat sein gesamtes Leben lang ins Spieledesign gesteckt. Ein bisschen übertrieben, ne? Aber riskant, Existenzminimum und die Wahrscheinlichkeit, wirklich mit Spieledesign Geld zu verdienen, scheint wohl sehr gering zu sein. Also das ist nur für ganz wenige erfüllt sich der Traum. Er hat den Vortrag gehalten, da waren unterschiedliche Leute am Start, die verschiedene Bereiche beleuchtet haben. Ein Dota-Streamer hat geredet, ein Spieledesigner hat geredet, der hat also so Indie-Games und ähnliches gemacht. Dann hat jemand geredet von einer großen Zeitschrift. Es hat jemand geredet, der bei dem E-Sport-Studiengang praktisch mit dabei ist und da arbeitet. Und es hat jemand geredet, der nicht konnte, weil er einen Autounfall hatte. Also hat er nicht geredet. Umso mehr Stack-Speed du hast, umso weniger Stack-Speed bekommst du von der Passiven. Ah, okay. Ich habe den Schnapsdrachen im Team, das kann überhaupt nicht schief gehen. Inwiefern waren die denn unterschiedlich? Wait, das AP-Item kaufe ich jetzt nicht in dem Fall, ne? Gegen was spiele ich denn überhaupt? Midlane Draven. Also die waren beide Studenten, ne? Der eine von den beiden, Regelstudienzeit, Master, extrem intelligent, zurückhaltend, bisschen schüchtern, ne? Sehr freundlich, unglaublich interessante Gesprächsthemen, wo ich allerdings... Also der ist weit über meinem Bildungslevel, das habe ich erschwerend bemerkt. Was max ich hier? Ach du Scheiße, was ist denn das hier? So, okay. Cool wahrscheinlich, ne? Weit über meinem Bildungslevel, also extrem interessant. Auch jemand, mit dem ich mich bestimmt wesentlich länger noch unterhalten könnte. Die andere Person, auch Student, eher Langzeitstudent. Jemand, der so richtig fest im Leben ist, sehr selbstbewusst, ne? Also Job, Studium, Freundin, ne? Extrem selbstbewusst, extrem charismatisch, ne? Also es ist echt, also ich fand das sehr, sehr interessant. Ich finde das immer sehr interessant, solche Leute kennenzulernen, aber ne, die funktioniert in meinem Kuh. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal hier auf. Ah! Alter, wie langsam greifen die an? Ach du Scheiße, ja, das ist schon sehr, sehr useless, ha? Huh? Und dann krieg ich jetzt endlich mal so einen Stack hier. Ach, das war einer gerade, ne? Ist jetzt soweit so gut, ne? Es ist einfach immer sehr interessant, solche Leute kennenzulernen. Das ist alles, was ich sagen wollte eigentlich. Mit Zuschauern zu reden und denen ihre Motivationen zu verstehen, warum die den Stream anschauen, weil ich ja selber nicht so ganz verstehe, warum die Leute meinen Stream anschauen. Also das wollte ich eigentlich damit sagen. Hä, warum ist das jetzt nicht weitergeflogen? Wird das von Minions aufgehalten oder was? Hä? Diese Scheiße hält von Minions aufgehalten! Sie scheint schon mal ein Counterpick für Yasuo zu sein. Oh mein Gott, das geht auf Turrets. Wow, okay. Überleg mir, ob ich ab und zu mal so Minions nicht nehmen sollte, damit ich mehr von den Geistern bekomme. Oh, na, da zum Beispiel, hä? Gehen wir mal kurz back to base. Welche Items baue ich? Lethality einfach. Nein! No! Wenn ihre Autotests gehen durch die Windwall. What? Warum? Warum gehen ihre Autotests durch die Windwall? Also, die gingen straight up durch, alle.
Alter. Wahrscheinlich. Ich glaube, ich hätte die da auswählen können, wenn ich das besser spiele. Oh, ne Mann. Mein Bett. Wahrscheinlich Jomos hier. Es ist sehr clunky, der Champion, auf jeden Fall. Er ist schon sehr clunky, weil ich bis jetzt gespielt habe. Ah, mal gucken. Alright, sind wir in der Head? Ja, wir sind immer noch ein bisschen in der Head. Ich würde sagen, wir mal für einen Ulti-Snipe oder so gucken. Alter. Diese Outer-Tags sind so leicht zu canceln, ne? 30명의 눈을 네. 피해서 3명 오면 빼는 게 없다죠. 하나요. 축하드려요. 역할 것 같고. 르블랑이 오는데 르블랑 따라오면 르블랑이 르블랑이 아니었어. 오졌습니다. Ja, den Lee hinten direkt CC, das war natürlich geplant. Ich wusste, der ist da im Busch. Ja, das würde jetzt für manche hier wahrscheinlich so kommen, weil es wäre eine Ausrede und ich habe einfach komplett verfehlt. Aber ich wusste natürlich, dass der da im Busch ist. Na. Dann können wir einmal zurück und können uns schnell unser Jomos holen, ja. Hoffentlich interruptet er mich nicht. Das E, bringt mir das irgendwas? So jetzt als. Und welche Boots hole ich? Also macht mich das schneller oder so? Jetzt mal schnell in die Mitte rein. Oh. Wow. Nice Reaction Time von ihm. Okay, Ulti hat relativ langen Cooldown. Ah, die Trade Chain sah gerade sehr gut aus für uns. Ich habe keine Ahnung, wie man das E benutzen soll. Das ist so eine Sache, da verstehe ich nicht so ganz. Ja, okay, da können wir hier eine Platte nehmen. Ich krieg nirgends Attack Speed Steroids her, ja? Also außer über meine Passive halt. Alter, das ist so broken, dass die Outer-Attacks durch die Wall gehen. Das ist so broken. Was soll denn der? Also, dadurch, dass ich so ahead bin, ich meine, natürlich sollte normalerweise sollte der Yasuo ahead sein gegen AD Carry, aber dadurch, dass ich halt so ahead bin, ist es halt insanely broken. Kann ja nichts machen dagegen jetzt gerade. Kann ich mich selber auch heilen mit dem Q eigentlich oder heilt das nur meine Mitspieler? Alle Ruhe. Hm. Also ich muss ihn genau in den mittleren Kringel für Treffen, für Dings, ne? Shit, ey, das fühlt sich komplett geil an, das Q von der. Das fühlt sich so smooth an, der Spell. Holy shit, ne? Das klang wieder smooth. Ja, ich glaube, langsam kriege ich doch die Passive auch einiges an Attack Speed hier. Das Q ist ziemlich geil, also das Kit an sich ist schon ein bisschen clunky. Ich glaube, ich hätte den haben können. Was? Warum hat ihn das gekillt? Wait, warum hat das da so viel Schaden gemacht? Wie weit fliegt denn das weh? Hm. Scheiße. Lass mich raten, das E bringt nichts zum Weglaufen, oder? Wann benutzt man das E überhaupt? Also von dem Champion hier. Also wann benutze ich das? Weil zum Weglaufen bringt es auf jeden Fall eher nix. Nee, ihr kriegt keinen Movement Speed. Nur die Raves bekommen. Ah nee, sie bekommt auch eine Rave. Okay. Das heißt, gerade habe ich 423. Und hier habe ich 485. Okay. Ah, es fühlt sich, also das E fühlt sich jetzt nicht so geil an, muss ich sagen. Für das, also bis hierhin. Damage fühlt sich aber gut an. Ja, Text ist halt... Wird der denn nochmal besser, der Attack Speed, oder ist das immer so scheiße? Ah, ich hätte mich healen sollen, ha? Huh? Scheiße, Mann. Also der Attack Speed ist echt scheiße von ihr. Das fühlt sich so bad an. 0,7. Das fühlt sich so bad an, der Attack Speed. Hoffentlich wird das noch besser. Benutzt mal deine W. Ich werf doch ständig meine W. Also was meint ihr denn? Ich werf die doch ständig. Ja, dann kauft doch einfach Attack Speed Roffel
Mir wurde gesagt, dass Attack Speed nicht gut sei auf ihr und dass man für Infinity Edge into Lethality geht. Für Frost. Du bist dran.